Mann der Stunde, damit habe ich es gar nicht gerechnet, war nicht vereinbart, aber ich werde versuchen, ihm gerecht zu werden. Fake News und Hate Speech, eine sehr zeitgemäße, wie ich finde, und interessante Aufgabenstellung. Ich habe eine Zeit lang darüber gerätselt, warum er mich eingeladen hat. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Ich nehme einfach mal an, das hat damit zu tun, dass ich im weitesten Sinne mit dem Thema Fake News und auch im Zusammenhang damit mit Hate Speech zu tun gehabt habe, aus zwei verschiedenen Perspektiven in meinem Leben. Bisher ist vor etwa 5 Jahren von der journalistischen Seite über 20 Jahre lang als freier Mitarbeiter bei BR, zeitweise für NBC und die RAI tätig. Und in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren ist das zunehmend aufgekommen. Das ist keine ganz neue, eine neuere, aber keine ganz neue Entwicklung, über die wir reden wollen. Und jetzt, seit gut 5 Jahren, von der anderen Seite des Tisches sozusagen, als Landtagsabgeordneter, wo man auch durchaus auch mit so etwas zu tun hat. Und ich denke, jeder, der in irgendeiner Form schon mal in der Gesellschaft Verantwortung übernommen hat, sind vielleicht etliche auch unter Ihnen, da reicht schon, wenn man Vereinsvorsitzender ist oder wenn man für eine Bürgerinitiative oder sonstiges zu tun hat, dann kann es gut sein oder es ist mittlerweile sogar relativ wahrscheinlich, dass Sie mit sowohl mit Fake News als auch mit Hate Speech in Verbindung kommen. Ich werde versuchen, das ein bisschen aus diesen zwei Perspektiven heraus zu beleuchten, wie sie aus meiner Sicht sind. Der Herr Lange als Profi wird dann sicher aus seiner Sicht noch viele interessante Dinge dazu sagen können und dann können wir natürlich, oder hoffe ich, dass wir auch gut ins Gespräch kommen können, dass Sie Ihre Fragen, Ihre Sicht der Dinge dazu auch anbringen können. Dieses Wechselspiel zwischen Medien und Politik ist ja durchaus was sehr Interessantes. Welche Aufgabe, welche Verantwortung haben bzw. hätten die Medien im Bereich der Politik und welche Aufgabe und Verantwortung trägt die Politik im Umgang mit den Medien? Ich will es mal versuchen, heute aus diesen beiden Perspektiven ein bisschen zu beleuchten. Auch vielleicht die Frage, welchen Einfluss haben die Medien auf die Politik? Ist die Politik ins Schlepptau der Medien geraten? Auch eine interessante Frage. Oder ist es doch die Politik, die medial immer noch Herr der Lage ist, wie es lange Zeit zumindest schien? Die Medien, ein bisschen was Grundsätzliches vorweg, ganz kurz, haben in unserer Demokratie ja bekanntlich die Aufgabe, die Bürger zu informieren, zu deren Meinungsbildung beizutragen und damit politische Teilnahme, Teilhabe in der Gesellschaft zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass die Medien eine möglichst breite Vielfalt abbilden des Meinungsmarktes, das heißt Öffentlichkeit herstellen. Politische Entscheidungen in der Demokratie sind nur legitimierbar, wenn sie Ausdruck eines Willens der Mehrheit der Bevölkerung sind. Und die Medien spielen insofern eine wichtige Rolle, weil sie häufig diese unterschiedlichen Meinungen abbilden und auch transparent machen. Indem die Medien die Erwartungen der Bürger ebenso thematisieren wie die Entscheidungen der Politik, da haben wir wieder dieses Wechselspiel, kommt es zum Austausch zwischen Organisationen, Institutionen, Parteien und Bürgern. Ja, werden Sie jetzt vielleicht sagen, der Dore schildert da jetzt im Moment den Idealfall. Ist es denn tatsächlich immer so? Das ist die Frage, mit der wir uns heute auch auseinanderzusetzen haben, im Hinblick darauf, wie kommt es denn eigentlich zu Fake News? Warum kommt es zu Fake News? Gab es die eigentlich schon immer? Wir haben ja immer wieder, Gerhard Schröder hat es mal geprägt, das Wort von der Mediokratie. Zumindest ist es mir bei ihm zum ersten Mal aufgefallen. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Es ist natürlich im Zeitalter der Medien immer leichter geworden, sowohl Wahrheiten, wahre Nachrichten, tatsächliche Tatsachen abzubilden, als auch natürlich Unwahres zu verbreiten und damit Politik zu machen. Das hat es aber, wenn wir ehrlich sind, natürlich schon in der Antike gegeben. Da war die Nachrichtenübermittlung nicht so leicht. Aber selbstverständlich, das ging hin von der Kriegstäuschung, von der klassischen bis hin zum Machiavelli. Wenn Sie Principe gelesen haben, dann kommt da ja ganz klar zum Ausdruck, wie man zum Beispiel durch Täuschung, wie man durch Verleumdung beispielsweise in der Lage ist, den politischen Gegner mundtot zu machen oder zu vernichten. Die Medien damals waren natürlich andere. Die Medien sind damals verbal in erster Linie in Erscheinung getreten. Als die ersten Zeitungen aufkamen, hat sich das dann etwas geändert. Und es war aber schon immer so, interessanterweise, hat mich auch überrascht, aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Medien sehr, sehr früh mit Beginn der modernen Informationsgesellschaft auch in der Kritik gestanden sind. Es ist also keineswegs so, dass die Medien so sehr lange Zeit unumstritten waren und jetzt auf einmal hören wir ja Pegida, Lügenpresse und was es da alles gibt. Das Wort Lügenpresse, wie gesagt, hat mich persönlich überrascht. Das Wort Lügenpresse ist eine Prägung oder eine Erfindung des ausgehenden vorletzten Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts. Es ist zum ersten Mal von Radikalen
Teil der frisch gegründeten Sozialdemokraten verwendet worden auf die kaiserliche Presse, Lügenpresse. Das ist dann weiter nach der Jahrhundertwende von eher rechten Kreisen verwendet worden, bis hin zu den Nationalsozialisten, Lügenpresse. Auffällig ist bis heute, dass das Wort Lügenpresse zuallermeist von den Rändern benutzt worden ist. Sowohl links als auch rechts. Es ist einfach, es wird in Frage gestellt oder wird versucht in Frage zu stellen, dass die Information, die allgemein als Gesetz gilt, seriös ist. Die Medien haben ja bekanntlich auch eine, außer Kritik, auch eine Kontrollfunktion. Sie geben den Bürgern auch oder gaben den Bürgern lange Zeit die Möglichkeit zur Kritik an den Machtträgern, indem sie Opposition und andere Interessensgruppen öffentliches Gehör verschafft haben. Das hat sie dann in totalitären Staaten bis heute, bringt sie das in Schwierigkeiten, wir wissen es alle. Und darüber hinaus sind Medien natürlich auch ein Ausgleichsorgan, im Idealfall. Im Nicht-Idealfall sind sie staatlich gleichgeschaltet und dann hat das Wort mit der Lügenpresse möglicherweise ja sogar seine Berechtigung. Wie wichtig dieses Grundrecht ist einer freien Presse, das merken wir immer dann, wenn sie in Frage gestellt ist. Es wird also oft, in guten Zeiten wird es ständig als gegeben hingenommen. Und wenn es dann aber so ist, dass man das Gefühl hat, man dringt zur Presse gar nicht mehr durch, jeder kennt von Ihnen vielleicht das Gefühl, man hat Leserbriefe geschrieben zu einem Thema, zu einem Aufreger, ich hänge es jetzt mal ganz tief, zu einem Aufreger schreibt man Leserbriefe und die kommen halt einfach nicht. Dann hat man, dann ist schon mal der erste Baustein gesetzt, die manipulieren. Und im Extremfall kann es dann so weit kommen, dass man sich auch in der Lügenpresse einreiht, in diese Kritik, also die bringen ja nur das, was politisch opportun scheint. So, genug Theorie, kommen wir vielleicht ein bisschen zu dieser Praxis der letzten Jahre, der jüngsten Jahre, mit denen wir es zu tun haben, nämlich mit dem Aufkommen des Internets. Das Internet ist wie alle Erfindungen, zumindest denke ich das so, eine Medaille, die immer zwei Seiten hat. Ich habe das Extrembeispiel mal verwendet in einem anderen Vortrag, wo ich gesagt habe, die Bahn hat Reichtum und Wohlstand und Mobilität gebracht bis in die letzten Dörfer vom Alpenrand bis zur Nordsee und sie hat gleichzeitig die Jugendtransporte ermöglicht in die KZs. Zwei ganz extreme Beispiele von zwei Seiten einer Medaille, nur um es zu verdeutlichen. Und bei dem Internet ist es so, das Internet ist eine fantastische Chance der Freiheit. Ich kann unabhängig von vielleicht irgendwelchen Konstellationen der Presse mich selbst artikulieren, kann meine eigene Sicht der Dinge publik machen, so man das Internet nicht auch unterdrückt, wie es in totalitären Staaten teilweise natürlich auch ist, aber generell in normal verfassten Staaten ist es ja in der Regel möglich, dass man im Internet unabhängig von Presse, von herrschender Meinung, von Political Correctness auch, seine eigene Sicht der Dinge kundtun kann. Ich muss nicht mehr warten, bis die Redaktion meinen Leserbrief abdruckt und so mail ist, dass sie da dem Gehör verschafft, sondern ich mache einen Blog und verschaffe mir selbst Gehör. Das ist die gute Seite der Medaille. Und dann gibt es die andere Seite der Medaille. Dann sind wir beim Thema. Fake News. Wer kontrolliert das, was da abgesondert wird? Was ich da absondere, was andere da absondern? Wie überprüfbar ist das? Bei den Medien, zumindest halten die sich das, die klassischen Medien halten sich das immer zugute, dass sie sagen, wir sind alle seriös, bei uns ist es überprüfbar. Ich habe lange noch selber für den öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet und wir waren da immer unglaublich in unserem Nimbus drin. Wir sind die Überprüfbaren. Das hat, im Großen und Ganzen stimmt es, aber es hat schon auch Risse bekommen. Es hat Risse bekommen deswegen, weil wenn Sie immer eingefahrene Gleise fahren und die politische Korrektheit, die Political Correctness, die klassische, so weit ist, dass sie sie irgendwann mal in gewisse Gleise zwingt, dann ist schon auch noch ein Korridor vorhanden, aber der Korridor wird enger. Und diese Engheit, diese Verengtheit, diese mögliche, hat das Internet nach meinem Dafürhalten, kann man nachher darüber diskutieren, ob Sie das anders sehen, bis zum gewissen Grad schon wieder aufgeweitet und aufgesprengt. Sie hat, ich rede jetzt nicht von totalitären Staaten, auch bei uns, die Möglichkeit wieder erweitert, zu thematisieren, zu diskutieren und auch konfrontativ zu diskutieren. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo natürlich auch diejenigen das überziehen, die großen Vereinfacher, die Leute, die grundsätzlich nur polemisieren. Und wie unterscheidet sich das dann? Wo ziehen wir die Grenze zu dem, was wahr ist und was nicht mehr wahr ist? Wahrheit, Sie wissen selber, ist ein dehnbarer Begriff. Wer katholisch ist, sagt, es gibt nur die eine Wahrheit. Wer an nichts glaubt, sagt, es gibt tausend Wahrheiten. Das ist jetzt so eine Geschichte. Also, Fake News, Hate Speech sind auch
die andere Seite einer an sich begrüßenswerten, man meint dafür begrüßenswerten Medaille, nämlich der freien Meinungsäußerung innerhalb der Öffentlichkeit ohne die bisher üblichen, sage ich mal, Zensurmöglichkeiten. Es wird ja durchaus auch darüber gesprochen und teilweise auch praktiziert, wie man Internet zensieren kann. Wenn wir zugrunde legen, dass Politik und Medien immer oder Meinungsäußerung in einem grundsätzlichen Spannungsfeld stehen, dann muss man vielleicht das als ersten Schritt in der Fake News-Debatte sehen. Auf beiden Seiten gibt und gab es Akteure, die nicht mehr vollständig akzeptiert haben, dass die eine Seite berichtet und die andere Seite Politik macht. Da gab es dann bei denen, die berichten, Leute, die sagen, ich will jetzt aber auch Politik machen. Die klassische Unterscheidung von Bericht und Kommentar, die ich auf der Journalistenschule am Anfang noch gelernt habe, die verschwimmt heutzutage immer mehr. Ich behaupte das jetzt einfach mal, ich kann nicht gegenteiliges behaupten, aber ich würde das vertreten. Und dann gibt es Leute, die politisch tätig sind und die meinen, sie müssten das Meinungsmonopol, das vermeintliche Meinungsmonopol dadurch aufbrechen, dass sie ihre politische Seite den Medien aufoktroyieren, indem sie selbst jemanden anstellen als Blogger. Im Extremfall ist das diese berühmten Trolle, die sie beispielsweise haben. Ich sage nur, ich war mit dem Europaausschuss in Russland, wir haben sie in der Trollfabrik mal tatsächlich kennengelernt. Die haben sich nicht als solche zu erkennen gegeben, aber das gibt es tatsächlich. Die angestellt sind von einer politischen Kaste, die sagt, ihr macht nichts anderes und dafür werdet ihr bezahlt, als im Internet täglich unterwegs zu sein und wo ihr seht, dass gegen uns geschossen wird, schießt ihr dagegen und wenn es nötig ist, mit den unmöglichsten Behauptungen, die eigentlich überhaupt nicht stimmen. Das sind jetzt die beiden Extremfälle. Und dann sind wir mittendrin bei Fake News, also falschen Nachrichten, und bei Hate Speech, das ist dann die Übersteigerung, da wird es dann in der Tat gefährlich, wenn man Hass sät in der Hasssprache, ich sage es jetzt mal wörtlich übersetzt, kann man auch sicher noch besser übersetzen, Hate Speech, indem man auf andere Dreck wirft und zum Hass aufruft. Das ist dann da, wo man den politischen Diskurs eigentlich verlässt und wo es dann wirklich schwierig wird. Die Unterstellung von Fake News an die Presse ist aber immer noch etwas anderes als tatsächlich bewusst gesetzte Fake News, um eben die Stimmung zu beeinflussen. Und da werden weniger die etablierten Medien dazu benutzt, da sind die noch zu stabil dafür und ich hoffe, dass sie auch so stabil bleiben, Gott sei Dank, sondern seriös wirkende und extra für diesen Zweck aufgesetzte Internetseiten. Blogs, entsprechende Verbreitungen, auch Facebook, viele von Ihnen sind vielleicht bei Facebook oder auch bei anderen sozialen Medien. Wenn etwas wirkt wie seriöse Berichterstattung, sage ich mal, es aber nicht, also nicht seriös ist, dann wird es in meinen Augen schon gefährlich. Nachrichten werden bewusst gestreut, um Sorgen und Ängste zu generieren und die Medien und die Politiker verheimlichen uns doch alle was. Es gibt doch dann immer irgendwann bei der großen Weltverschwörung. Jetzt aber bei der Aluhut-Fraktion und bei allen möglichen anderen. Facebook beispielsweise, und das ist ganz interessant, ist so programmiert, das wissen Sie sicher vielleicht auch, dass man eben das angezeigt bekommt, was aus seinem eigenen Umfeld kommt. Das ist die berühmte Filterblase. Gegenargumente außerhalb dieses Dunstkreises sieht man nicht mehr. Vielleicht will man sie auch gar nicht mehr sehen. Irgendwann dann, das ist auch eine Folge davon, ich habe das bei mir selbstkritisch feststellen müssen, ich war mal irgendwann an einem Punkt, wo, wenn die Angriffe zu heftig wurden, habe ich die einfach ausgeblendet, habe die rausgeschmissen, entfreundet, was weiß ich was alles. Und irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo man feststellt, ich höre jetzt eigentlich nur noch das, was man früher bei den Königen im Umfeld des Hofstaats als Ja-Sager bezeichnet hat. Und dann wird es auch gefährlich. Das ist die andere Seite des Extrems. Wenn man nur noch Leute hat, die sagen, ja genau, und du hast völlig recht und lass dich da noch nicht und du schmeißt immer raus. Und irgendwann mal sind sie nur noch von gleich Ja-Sagern umgeben und sie nehmen eigentlich überhaupt nicht mehr wahr, was draußen tatsächlich los ist. Das ist genauso gefährlich. Und das ist das, was ich als Politiker im Moment als Gefahr erlebe. Ich sehe es bei Kollegen manchmal. Vielleicht bin ich da noch zu kurz dabei. 5 Jahre ist jetzt noch nicht so lang. Und Quereinsteiger, vorher 20 Jahre Medien. Ich hoffe, dass ich mir das erhalte. Ich sage immer zu meiner Frau, wenn die nur noch so redet, sagen wir uns da schon auf. Also wie gesagt, das ist die neben der guten Seite ist das die Gefahr. Facebook zum Beispiel ist nur so programmiert, dass wir in dieser Filterblase leben. Und diese Filterblasen sind dann irgendwann, wenn es ins Extrem geht, bei einem dann auch die Grundlage für die Hassrede, für den Hate Speech. Beide Phänomene haben interessanterweise ihre Verbreitung gerade jetzt in der Zeit bekommen, wo die AfD aufgestiegen ist. Das ist kein Zufall, wenn man das genau betrachtet. Beatrice von Storch beispielsweise, die betreibt mit ihrem Mann, das muss man wissen, mehrere Internetseiten und Blogs, die seriös erscheinen. Die kommt am Anfang erst mal gut rüber, ganz klar, aber nur Meinung machen und Meinung beeinflussen wollen. Mit teilweise Behauptungen, das ist nicht alles falsch, aber mit teilweise Behauptungen, die, wenn sie überprüft werden, der Überprüfung nicht standhalten. Hate Speech
ist bei ihr zum Beispiel nicht zu finden, das ist schon noch eine Stufe vorher. Aber sie wird dadurch natürlich bei den Leuten mit verursacht, die nicht mehr differenzieren. Und die dann sagen, schau dir an, wenn die das schon hat, dann ist ja in Wirklichkeit noch, Entschuldigung, in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Und dann sind sie bei dieser Hassstrahl. Wenn in Artikeln bewusst darauf gesetzt wird, aufzustacheln, dann ist die Demokratie in Gefahr. Und gegen die Politik, gegen die da oben, gegen die Flüchtlinge, gegen die Presse, gegen die Altparteien, gegen was weiß ich alles, ich erinnere dann, gegen etwas zu sein oder gegen etwas zu argumentieren, wenn die anderen gar nicht mehr zuhören, dann haben sie keine Chance. Dann haben wir das Rad so überdreht, dass wir nicht mehr in den politischen Diskurs kommen. Beispiel von meiner Seite her, Polizeiaufgabengesetz, damit es nicht nur in die eine Richtung geht. Hier wurde in erster Linie von der linken Seite agitiert. Schlicht mit Unwahrheiten. Wenn man das Gesetz kennt, schlicht mit Unwahrheiten verbreitet. Mit Erfolg. Kommt bis stark in unsere eigenen Reihen, in die bürgerlichen Reihen hinein. Da wurde einfach beispielsweise behauptet, dass Polizisten jetzt Handgranaten tragen dürfen, was völliger Schwachsinn ist, dass ohne Beteiligung von Richtern unbegrenzt eingesperrt wird, zweimal falsch, nicht unbegrenzt und Richter sind immer noch über und immer dabei. Jeder kann ohne Grund abgehört werden, das stimmt auch nicht belegbar, aber wer liest ein solches Gesetz? Ich muss uns da allerdings auch in Mithaftung nehmen, meine eigene Partei. Wir hätten vielleicht bei so etwas ahnen müssen oder mittlerweile, es gibt ja schon einige Jahre dieses Phänomen, wissen müssen, dass da Gefahrenpotenzial drin vorhanden ist, weil wir mit einer Änderung eines Gesetzes im sensiblen Bereich, Freiheit, Abhörsicherheit, Freiheit des Bürgers, zugange sind, dass in allen Fällen zwar belegbar anders ist als so, wie es da behauptet wird, aber wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir waren in der politischen Diskussion am Anfang nicht darauf vorbereitet. Und auch das, denke ich, ist künftig, und dann komme ich langsam zum Schluss, die Herausforderung der Zukunft, so sehe ich es zumindest, dass man von Anfang an, wir müssen lernen, von Anfang an das Potenzial für Falschmeldungen und darauf aufbauende Hetze zu erkennen und Möglichkeiten erarbeiten und uns entsprechend da wandeln, dass wir dagegen argumentieren können, offen argumentieren können. Diejenigen, die hetzen wollen, die werden wir davon nicht abhalten damit. Aber wir können diejenigen, die verhetzt werden sollen, möglicherweise vor dem einen oder anderen wirklichen Fehltritt und einer völligen Abdriften bewahren. Das ist, glaube ich, wichtig für einen Staat wie unseren. Ein Staat, der für die freie Meinungsäußerung, wo sie immer noch möglich ist. Sie werden immer irgendwo Einschränkungen finden, wo man mundtot gemacht werden soll. Das ist dann aber meistens im persönlichen Bereich, weniger im staatlichen. Ich glaube, es wäre den Schweiß der Edlen wert, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir uns dafür engagieren, so wie es von den Verfassungsvätern und der einen Mutter auch ursprünglich gewollt war. Schritt für Schritt auch die Angst zu nehmen vor irgendwelchen Entwicklungen, wenn sie berechtigt sind, die Ängste natürlich ernst nehmen und dann auch dagegen einwirken. Dass man Sorgen ernst nimmt, dass man an Lösungen arbeitet und nicht mit Phrasen drüber hinweggeht bei den Bürgern. Manchmal mühevoll, man muss sagen, ja, was wollen Sie denn jetzt schon wieder oder was ist denn da schon wieder? Aber dahinter steht ja immer vorher einer, der vorher etwas behauptet hat. Was dann möglicherweise nicht stimmt oder wenn es stimmt, müssen wir es uns ernst nehmen, da müssen wir reden, ob wir das weiter so halten können. Die Monokultur der Zeitung, des Radios und des Fernsehens, die ist jedenfalls vorbei. Und zum Schluss möchte ich sagen, aus meiner Sicht größtenteils Gott sei Dank, obwohl ich fürs Fernsehen gearbeitet und fürs Radio gearbeitet habe. Einfach deswegen, weil wir in einer ja, multiinformellen Gesellschaft darauf angewiesen sind, dass wir nicht nur von öffentlich-rechtlichen und privat interessierten Medien gesteuert werden oder beschallt werden oder informiert werden, sondern dass wir uns auch selbst informieren können und auch selbst artikulieren können. Und wir wollen, wenn wir von mündigen Bürger sprechen, dann müssen wir dem Bürger auch die Möglichkeit lassen, dass er sich artikuliert. Und die andere Seite, das ist die eine Seite, die eine Säule. Die andere Säule ist, es muss möglich sein, wenn jemand nur Hass absondert und wenn jemand erkennbar mit Falschmeldungen operiert, dann muss es auch möglich sein, da entsprechend dagegen vorzugehen. Das ist eine schmale Gratwanderung. Ich gehöre zu denen, ganz zum Schluss noch, denen dieses Internetdurchsuchungsgesetz zu weit geht, sage ich ganz ehrlich. Da kann man quer durch die Parteien prächtig drüber diskutieren, ob das so ist. Mir geht es deswegen eigentlich im Grunde zu weit, weil bisher noch nicht klar geregelt ist, und das ist halt so bei relativ neuen Medien, weil bisher noch nicht ganz klar geregelt ist, wer eigentlich die Instanz ist, der entscheidet, was nehme ich raus und was nicht. Der Heiko Maas, der jetzige Bundesaußenminister, war ja damals als Justizminister zuständig für dieses Gesetz. Ich habe damals schwer dagegen gewettert. Ich bin jetzt im Moment der Meinung, dass er einen guten Außenminister abgibt. Ganz interessant. Wir haben bei diesem Netzgesetz aber, denke ich, noch das eine oder andere zu verändern.
dahingehend, dass wir den Bürger nicht zu sehr beschneiden, wenn er bloß seine Meinung äußert. In dem Moment, wo es natürlich auf Hass rausgeht, wird es problematisch. Wer die Instanz ist, darüber wird zu reden sein, darüber müssen wir reden. Es gibt verschiedene Ideen. Und das sollte jetzt mal fürs Erste gewesen sein. Das soll ja ein Impulseinstieg sein, gewesen sein. Bedanke ich mich erstmal für Ihre Geduld, fürs Zuhören. Und dann ist der Herr Lange jetzt dran und vielleicht später wir alle zusammen. Dankeschön.